Ja, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. Ja, wir haben eine ganze Menge Fragen, so wie eigentlich immer. Ich muss die Musik nochmal ein bisschen. So, gucken wir mal, wie es so ist. Also, wir haben eine ganze Menge vor. Ich habe uns schon mal auf Level 10 gespielt. Ich habe uns hier ein Draenei gemacht. Ihr seht es, es ist ein Jäger. Aber es ist mal kein Zwerg. Und wir gehen auch in ein Gebiet, wo wir auch gar nicht waren. Also, wir zusammen. Ihr wahrscheinlich schon und ich sowieso, aber. Ne? So. Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal uns einen Helm aufsetzen. Das sieht schon cool aus. Das haben die schon gut gemacht. Muss man schon neidlos anerkennen. Ja, Schön, jedenfalls. euch zu sehen, Rekrut. Ja, das Ich ist wünsche auch. euch noch viel Glück. Ich kenne mich in Sturm mit aus. Wir sehen uns Jawohl, wieder. möchtet ihr das Tutorial verlassen? Ja. Möchte ich sprechen mit Chromi? Ja, das werden wir auch auf jeden Fall tun, aber erstmal werden wir natürlich hier noch das anlegen. Jawohl, so, das sieht doch schon mal halbwegs schön aus. Wir haben die Schuhe nicht. Egal. Ja, die Schuhe haben wir tatsächlich nicht, aber auf jeden Fall schon eine schöne Waffe gefunden. Junge. So. Ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt erstmal irgendwo hin, wo wir unsere Taschen auskotzen können und holen uns auch erstmal das Reiten. Und vor allem, wir holen uns unser Tierchen raus. Ja, hier ist ein Wolf. Der Name steht zur Wahl. Ja, wir werden da so machen. Wir werden jedes Tierchen, das wir zähmen, ihr könnt auch gerne Wünsche raushauen. Das ist alles gar kein Problem. Werden wir benennen. Müssen wir gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall Tiere, die einen Eigennamen haben, also die einen Namen mitbringen, die belassen wir so. Ansonsten ja alles umbenennen. Ja, ich bin auf jeden Fall wieder auf meinem Heimatserver unterwegs, also auf Eldor. Hat einfach den Grund, weil zum Beispiel in Sturmwind auf RP-Servern, also in Sturmwind und in Orgrimmar, nur die Server eigenen Leute sind. Das heißt, das ist hier nicht so voll. Finde ich persönlich ganz schön. Außerdem wisst ihr, so, ich habe nicht den besten PC. Dann deckt das hier auch nicht so ganz. So, ja, auf jeden Fall, ich bin auch schon die ganze Zeit im Überlegen, in welches Add-on wir dann uns hineinstürzen werden. Ich meine, Warlords of Draenor, das wird sich natürlich anbieten. Als Draenei. Willkommen! Kann man machen, muss man aber jetzt auch nicht zwingend machen. Bleibt auf dem Boden! So. Ja, wir ziehen uns dann. Wir werden erstmal in die Exoda. Das ist der Plan. Jetzt lass mich mal überlegen, wie kommen wir denn in die Exoda? Über. Genau, ja, natürlich, über ja, sag schon. Yggdrasil. Ja, natürlich. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Was nehmen wir uns denn mal? Es muss ja irgendwas Robustes sein. Also, da können wir jetzt hier nicht so das kleine Zeugs nehmen. Muss schon was. Wir gucken erstmal, wie sieht der denn als Pferd aus? Ein bisschen, nein. Ein Pferd können wir nicht nehmen. Das sieht sehr komisch aus. Haben wir denn irgendwas Robustes? Oh. Dann sind wir ein Mammut, Reiter. Ja, wir müssen nach Yggdrasil, das heißt, wir müssen jetzt erstmal zum
Ich wollte schon gerade sagen, zum Bahnhof. Nein, natürlich nicht zum Bahnhof, sondern zum Hafen. Natürlich. Denn dann werden wir uns auch darum kümmern, also bevor wir uns ins Abenteuer stürzen, werden wir uns Berufe holen und so weiter und so weiter. Ja, Taschen, das werden wir jetzt so nicht ganz hinkriegen. Klang, haben wir eigentlich genug Kohle? Ja, ich möchte mir nämlich zumindest die Grundelex holen. Ja, aber ich meine, die sind dann doch ein bisschen schöner als hier so ein Mammut. Weil wir können das natürlich dann auch eigentlich ganz anders, ganz elegant machen. Und dann können wir auch eigentlich auf dem hier reiten. Jetzt können wir nämlich erstmal alles hier hochschmeißen. So, hier kommen, da brauchen wir auch nicht mehr. Weg, alle. So, warte mal hier, guck mal, du bist ein Sechserbehälter. Nee. Ich kann das nicht hier hinlegen. Ja, so, ja, so dass du nicht hinlegen kannst. So, und dann austauschen, wunderbar. Gut, ja. Also, wir holen uns die Elix. Und bis dahin überlegen wir uns, in welchem Add-on wir uns denn die nächsten 40 Level, ja, 40 Level aufhalten wollen. Ne, Level 10 sind wir ja. Kannst du hier noch einmal zeigen? Jo, da bitte. So, also zur Debatte stehen natürlich Classic inklusive Cataclysm. Da sind wir aber in dem Gebiet unterwegs, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit unterwegs waren, also eher weniger. Burning Crusade wäre definitiv eine Alternative, dann wären wir aber auf der Höllenfeuerhalbinsel und die ist so trist und na, weiß ich nicht. Also bin ich noch unschlüssig. Dann hätten wir, na, wie heißt das? Wo geht denn das hin? Wo geht denn das hin? Das sieht mir doch schon aus wie. Ne, das ist. Dann hast du es. Dann Nordend, also Rich King. Dann, ja gut, Cataclysm ist klar. Exodar, hier, da wollen wir hin. Ja, und ansonsten hätten wir dann. Dann ging er es auch schon los mit Paria. Draenor, Legion, ja, oder wir machen BFA. Es ist halt so die Sache. Ne? Also, die ist schwierig. Warum laufe ich denn? Ich kann auch reiten. Ja. Ist echt eine gute Sache. Ist echt eine, wirklich eine sehr gute Frage. Nee. Die greifen mir und das Video nicht. Wir können. Also Drenor wird natürlich, daher es hätte schon echt den Vorteil. Der Garnison. Ne? Also da muss man auch natürlich ganz ehrlich sagen, da hätten wir schon unseren Sp Was? Waren denn hier die Verkäufer? Die waren noch hier außerhalb, glaube ich, ne? Nee. Hier. Hier war's. Hier sind die Verkäufer. Jawohl. Weitere wollen wir nicht, wollen wir nicht. Ja, Darf hier. ich zu Dienste Nein. sein? Hm. Ja gut, den können wir uns nicht leisten. Die müssen wir uns später noch mal irgendwann haben. Das ist noch nicht bereit. Zack. Und zack. So, lass uns mal gucken hier. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn eingereiht? Haben wir den hier? Nee. Ja, komm, wir nehmen den Grauen. So.
das wird jetzt hier erstmal bis auf weiteres unser Standard. Ja, unser Standardreit hier, würde ich sagen. Können. Meine, so ein bisschen was haben wir ja noch. Das ist ja jetzt auch nicht so das Ding. Komm, den müssen wir uns mal so angucken. Ginge auch. Ginge auch, ne? Ich würde sagen, den ziehen wir uns einfach mal hier mit rein. Ansonsten sieht das schon echt ein bisschen schlecht aus. Wir müssen echt uns mal ein paar Reittiere holen. Gut. Wie dem auch sei. So, jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg. Ich überlege gerade, was machen wir denn für Berufe? Was würde einen Sinn machen? Würde es Sinn machen? Also Kirchnerei und Dedra, ich brauche nicht noch einen. Es macht keinen wirklichen Sinn. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Mir ist gerade aufgefallen, mir fehlt was. So, Dünnungsbefehl. Knapp, knapp. So, du kommst nach da. Jo, das muss jetzt auch erstmal reichen. Jo. Es würde sich ja schon so ein bisschen anbieten, wenn wir Kunst nehmen, ne? Würde sich anbieten. Nee. Oder? Ja, wobei am meisten profitieren würden wir tatsächlich vom Leder. Kommen wir denn jetzt eigentlich nach Sturmen zurück? Ach, von da hinten, von dem Portal. Ja, komm, den holen wir uns hier aber wenigstens. Das soll da jetzt das Portal sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Bin mal gespannt, wo er uns rausschmeißt im Turm, oder? Okay. Ja, jetzt steht natürlich immer noch so die Wahl im Raum, in welches Eltern wir gehen. Ich würde schon echt vorschlagen, dass wir nach Drehen. Ich würde auch tatsächlich die Intro-Quest-Reihe überspringen. Dass wir gleich dahin gehen, wo wir unsere Garnison bauen. Das Problem. Das mit den Berufen, das überlegen und so. Ja, das überlegen wir uns noch. Wir müssen hinten ins Zwergendistrikt Moppet, hinten, wo die Botschaft ist, da müssen wir hin an diesem Baum. Ja, Taschenhammer, das ist in Ordnung, haben wir 53 Plätze, das muss man sich immer überlegen. Also,
Schon nicht ganz ohne. Ach ja, stellt euch bitte darauf ein, dass die Folgen länger werden. Also die jetzt hier vielleicht nicht. Also ich würde das tatsächlich so machen, so lange jetzt machen, bis wir die Garnison gebaut haben. Und dann, ja, tatsächlich gucken, dass wir danach dann voll in die ganzen einsteigen. Und dann, ja, ich schätze mal so, auf eine Stunde könnt ihr euch schon was einstellen. Weil sonst schaffen wir ja auch nichts mehr. So. Ist fast so, als ob wir uns wieder zum ersten Mal treffen. Jo. Haben wir das nicht schon mal gemacht? Ja. So, ja, das wäre natürlich dann jetzt Warlords of Enor. Passt auf, wir nehmen Draenor. Wenn euch ein unheimlicher Ork etwas zu trinken anbietet, lehnt ihr besser ab. Ja, ich finde die Kleine so toll. So, wir müssen mit Magerdingens rumsprechen. Jo, das ist nicht das Ding. Dann würde ich sagen, ab zurück zum Magierturm! Da. Wir haben alles genau geplant. Schritt 1, wir landen mit der Exodar. Schritt 3, wir besiegen die Legion und gehen nach Hause. Es fehlt noch eine Kleinigkeit. Ja. Okay. Ich bin eindeutig zu müde, um diesen Witz zu verstehen. Egal, wie dem auch sei. Ja, ich bin doch zuversichtlich, dass wir die richtige Wahl getroffen haben. Oder ich in dem Fall. Genau, ja, das muss als Trainer muss das sein, dass wir in der Heimat kämpfen. Das geht gar nicht anders. Hast du immer noch ein Dings? Ihr habt das Ah, was soll denn der Scheiß hier? Jammer. Hat der sich da festgepackt oder was? Gucken wir mal, ob er jetzt hier rauskommt. Jo. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Lalalalalala. Sehr schön. Wow. Jo, einmal bitte wiederbeleben. Gut, dann ist er wenigstens wieder da. Das war mein Boss-Dings. Jetzt nicht mehr. Gut, Berufe technisch, das gucken wir uns dann an. Wir bauen erstmal die Garnison und gucken dann uns so ein bisschen an, wie wir was am besten sinnvoll machen. Großes Ziel sollte auf jeden Fall dann erstmal sein, dass wir durch kloppen bis Level 30, damit wir dort fliegen können. Und dann steht uns da auch so ein bisschen die Welt offen, würde ich sagen. Hm.
Der Nachteil an den Berufen ist momentan so ein bisschen, die haben das noch nicht so ganz auf Kette gekriegt, dass man in den jeweiligen Add-on-Bereichen auch die Klamotten tragen kann. Das ist so ein bisschen das eigentliche Problem. So. Jo. Ich quatsch schon mal mit dir. Hier willkommen. Jo, da möchte ich hin. Freue mich, wenn sobald ich euch wir natürlich dann drüben sind und dann im eigentlichen Levelgebiet und so, dann lese ich das auch alles wieder vor. So. Flugpunkt, das ist so magisch bei mir. Flugpunkt muss ich immer annehmen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo laufen wir hier am sinnvollsten lang. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier auf den Weg kommen. Irgendwie. Und das am besten leben. Das kann jetzt natürlich so ein bisschen dauern, bis wir da durchkommen. Ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Noch fallen sie hier relativ gut um. Ich kann euch aber sagen, es wird schwerer. Der Weg ist da. Versuchen wir doch einfach mal in die Richtung zu kommen. Den hätte ich jetzt schon fast nicht gesehen. So. Tiridi, tiridi. Wo ist denn eigentlich das Ding? Wir müssten. Und wir versuchen einfach mal hier durchzukommen. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die laufen. Scheiße. Hier umlaufen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Uah. Oh, heilige. Okay. Oh, das ist nicht. Na komm. Mit durch! Lauf, 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 lauf. Ja. Ja. Lauf, lauf. Oh, scheiße. Nein. Uff. Einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Lauf, 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 lauf. Jetzt habe ich mir schon fast ins Höschen gemacht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall da, wo ich hin wollte. Hallo. Willen oder Fehlen. Fehlen. Dieser Welt ist Böses am Werk. So, Fuß. Die Quest heißt Fuß fassen. Ich kann im Übrigen nicht so reden, wie der redet. Also, ich habe jetzt keinen Sprachfehler. Also, ich habe zwar einen Fehler in der Sprache, aber keinen Sprachfehler. Ihr habt also meine Kinder nach Hause gebracht. Ich habe euch erwartet. Ja, warum fragst du dann, warum ich die nach Hause gebracht habe? Die eiserne Horde wird von Tag zu Tag stärker. Ich habe eine große Schlacht vorher gesehen, aber meine Visionen sind undeutlich. Es ist, als ob die Zeit sich selbst überlappt. Ihr macht ja Sinn. Eins ist sicher, eure Anwesenheit hier ist von eminenter Wichtigkeit. Ich soll dem folgen. Jo.
Das Licht wird euch den Weg leuchten. Dieser Held und viele weitere aus einer anderen Welt sind uns zu Hilfe gekommen. Es ist gut, euch zu sehen, mein Kind. Mein Volk heißt eure Hilfe willkommen, Champion. Folgt mir. Prophet, seid auf der Hut. Die eiserne Horde plant, alle zu vernichten, die sich ihr entgegenstellen. Das Doofe ist, die reiten alle viel schneller, weil wir sind natürlich in Level 10, also das ist ja so etwa, als wenn wir Level 20 wären. Zunächst einmal müssen wir eure Leute unterbringen. So, jetzt kann ich. Und die reiten natürlich noch so wie damals, was waren das hier, Level 90, glaube ich. Nee, Level 100, von Level 100 bis 110. Nee, von 90 bis 100. Warte mal. 80, 85 war Kataklysm. Dann war 85, 90 Pandaria. 90 bis 100, doch. Und die laufen natürlich dann dementsprechend auf Maximalgeschwindigkeit. Ist noch nicht so ganz angepasst, aber egal. Guck mal, das ist Katka. Katka. Ja, ist ein Film. Sieht doch anders aus. Ist das Nachricht von der Front? Weiß ich nicht. Für die Allianz. Was? Wir hätten Kanan ohne eure Kraft nicht überlebt. Sona. Viele Drenai und die Allianz stehen in eurer Schuld. Bevor wir zum dunklen Portal aufgebrochen sind, hat König Vryn persönlich empfohlen, dass ich euch die Leitung unserer Einsätze hier in Draenor übertrage. Kennt mich gar nicht. Nachdem ich euch in Aktion gesehen habe, neige ich dazu, ihm zuzustimmen. Die Garnison gehört euch. Stellt das Banner auf und wir beginnen sofort mit dem Bau. Mandant. Ja, dann machen wir das nochmal. Und stellt euer Banner auf und ergreift euer Schicksal. Das Portal nach Sturmwind wird nur kurz offen bleiben. Müssen wir jetzt noch Folgendes machen. Dass ich mein Vertrauen in euer Volk nicht bereuen werde. Mein Prophet, ich versichere euch, dieser Champion gehört zur Elite der Allianz. Okay, nur zu. Komm schon. Schön langsam. Los geht's, Jungs. Spucken wir in die Hände und erobern wir diese Welt für die Allianz. Jo. So machen wir das. Abgeschlossen. Oh, da. Sehr schön. Meine Männer stehen bereit. Das ist also, Draenor, etwas dunkler, als ich erwartet hatte. Dennoch, nach dem Bau von Sturmwind dürfte dieses Projekt der reinste Spaziergang werden. Nun, denn seid ihr bereit anzufangen, Kommandant? Jo. So, das gibt eine neue Knifte. Beziehungsweise eine neue Armbrust. Habt ihr Funkelstein gesehen? Nee, habt ihr Funkelstein gesehen? Meine neueste Assistentin ist ganz schön anstrengend. Sie treibt alles ins Extrem. Trinkt zu viel, spricht zu laut, hetzt von einer Aufgabe zur nächsten. Doch sie ist eine verflucht gute Architektin und möglicherweise die intelligenteste Schülerin, die ich je hatte. Das muss ich ihr lassen. Jo, ohne Holz sammeln. Einige der kleineren Bäume in der Nähe können unsere Arbeiter schnell fällen. Wir werden Shellys Leuten die harte Arbeit überlassen. Doch, wenn ihr wünscht, könnt ihr die Bäume markieren, mit denen sie anfangen wollen. Wir sollten die ganze Sache damit dann zügig angehen können. Jo, 8 Bäume markieren, Mogli. Wenn ihr die Bäume markiert, übernehmen Shellys Holzfäller den Rest. Ja, habe ich doch gerade vorgelesen. Seht ihr das? Gleich hinter dieser Baumgrenze befindet sich ein riesiger Rabe. Ich gehe da keinen Schritt näher ran. Tatsächlich weiß ich nicht, ob die Männer ausreichend ausgerüstet sind, um mit solch einer Bedrohung fertig zu werden. Wollt ihr euch selbst darum kümmern, Kommandant? Sobald die Raben fort sind, können wir mehr Truppen in die Wälder entsenden. Damit schlagen wir 2 Fliegen mit einer Klappe oder vielleicht eher 5 Vögel mit? Ja, Der riesige, dann machen wir das. Und danach sollte dann auch meines Wissens nach kalte Nacht auch gebaut werden. So, dann markieren wir mal. Bereit zur Arbeit. Arbeit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, komm, wir sind ja drauf angewiesen. Ne? Wir haben ja kaum Kohle, wir müssen ja hier alles looten, was irgendwie geht.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Folge auch so lange geht. Eine halbe Stunde schon. Ich denke mal, in 10 Minuten sind wir dann auch so weit, dass wir dann ja unsere Garnison stehen haben. Wenn überhaupt 10. Ah, das müssen wir nochmal sehen. Oh, den wollte ich eigentlich gar nicht. Das tut mir ja jetzt schon so ein bisschen leid. Ja, jedenfalls. Ich würde gerne dann den Wolf in den Grabraum stellen und dann auch mal eine, ja, kleine Fragerunde machen, von wegen, ja, wie soll der denn eventuell heißen? Kann ich dich eigentlich zähmen? Er ist zähmbar. Oh, weißt du was? Komm, dich parken wir mal. Ich will dich haben. Dann können wir nämlich Partnerlook laufen. So, pass mal auf hier. Ist der kleine, ist der Knuffi? So, warte mal. Den benenne ich. Das ist jetzt Böckchen. So. Das ist Böckchen. Das gefällt mir. So, und wir machen jetzt den. Los, Böckchen. Moin, alle. Moin, kaputt. Ich habe kein Ziel. Oh. Das ist ein schönes Tierchen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Sehr schön. So, wie Vögel brauchen wir denn eigentlich noch? Gar keine mehr. Vögel brauchen wir gar keine mehr. Cool. Wir brauchen aber noch Bäume. Bereit zur Arbeit. Ja, ja, es ist schön, dass du bereit zur Arbeit bist. Das gefällt mir. So, aber hier trotzdem nur so ein bisschen. Ich habe kein Ziel. Aufräumen. Na klar. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, den machen wir da auch noch fertig. Bereit zur Arbeit. Müssen wir jetzt aber auch theoretisch. Jetzt mal eine andere Farbe, aber ist auch nicht so tragisch. Gucken wir uns gleich an, wie der aussieht. Ja, wo bist du denn? Hey! Ich bin hier. Bleib hier! Ich glaube, die Musik können wir auch wieder ein bisschen lauter machen, ne? Ich höre mir das gleich mal an nach der Folge. So, schön. Auch kaputt. Wenn mich nicht getäuscht habe, brauchen wir jetzt noch ein Bäumchen. Genau. Ne, komm. Du siehst doch so aus, als wenn du mich schon noch angreifen wolltest, nicht? Bereit zur Arbeit. Dann gucken wir mal, wie sieht die so. Geht aber auch klar mit dem hier, oder? Familienausflug. Abonnieren. So. Dann. So oh mal. Hey. Beeindruckende Arbeit. Das ist hervorragendes Baumaterial und ich weiß, wovon ich spreche. Und wir müssen zusammenhalten. Der Sieg so. Wird unser sein. Jetzt muss ich den erst töten. Na toll. Bing hüpf. Ah, der ist schon wieder da. Oh, da guck mal, er lebt doch schon wieder. Das ist doch schon Level Up am Ausgleich.
So gefällt mir das auch schon. So, ist gut. Kann ich den nochmal looten? Jo, kann ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das gefällt mir mit dem hier. Sieht auch gar nicht mal so doof aus, weil ich meine, der sieht eh bei jedem, egal welcher Charakter, sieht der klein aus. Wenigstens haben wir wenigstens hier ein Familiendöns. Was geschieht nun mit unserer Welt? Jetzt steht uns so nichts mehr im Weg, dieses Land nutzbar zu machen. Zack, zack, so. Mit wem muss ich denn jetzt schnacken? Hier können wir bauen, glaube ich, ne? Was braucht ihr? Yo, annehmen. Für die Allianz. Habt ihr Funkelstein gesehen? Meine neueste Assistentin ist ganz schön anstrengend. Sie treibt alles, ja, das habe ich doch eigentlich schon gesehen. Ja, das haben wir schon gelesen. Wir haben alles, was wir brauchen. Es ist an der Zeit gigantisiert, dass wir die Garnison richten. Jo. Ich werde ein... Durch eure Selbstlosigkeit habt ihr euch den Respekt meines Volkes verdient. Sie haben euch dieses Land gegeben, damit ihr die Allianz zum Sieg führen könnt. Kommandant. Jo. Damit haben wir unsere Garnison. Heißt das an eigentlich Garnison? Garnison. So. Absteigen. So. Seid gegrüßt. Ja, nimmt langsam wirklich Form an. Jupp. Wir haben so viel zu tun. Das wir nehmen wir tun. Dann alles an. Das machen wir alles dann. So, hier, du Gastroller. Ja, wobei, da brauchen wir ja eigentlich nicht. Wir gucken hier aber trotzdem mal kurz drin. Was bist denn du denn? Bleib sauber. Das ist hier, das war ja die neue Knifte. Die Röse, die ihr guckt immer an. Sieht aber auch gar nicht so verkehrt aus. Das gefällt mir schon fast. Okay. Ja, das nehmen wir dann alles in der nächsten Folge an. Ich würde jetzt mal ganz einfach sagen, wir machen an dieser Stelle hier Feierabend für die erste Folge. Na, halbe Stunde, das ist in Ordnung. Einführung gemacht. Ja, wir haben hier unsere eigene Garnison. Hier sind auch nur wir. Und das wird hier alles ganz anders aussehen. Also, ich sag mal bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.